Hey! Ja? Was machst du gerade? Ich poste gerade mein Video auf Facebook. Du schreibst also keine Morddrohung im Facebook? Wieso zur verdammten Hölle sollte ich das tun? Lüg mich nicht an, verdammt! Ich poste das Video doch nur im Facebook! Und nun ist die Wand größer geworden. Schick, ne? Allerdings fehlen mir immer noch ein paar Sachen, die ich hier reinstellen kann. Wie jedes Jahr gibt es die Pokémon Trading Card Games World Championships Turniere und dieses Mal war es in Boston. Die Besten der Besten treffen in verschiedenen Divisionen gegeneinander. Natürlich gibt es in Facebook dann wieder eine Veranstaltung, wo man teilnehmen kann. Und bei der Veranstaltung kann man ja auch Beiträge posten wie: Hey, ich hab voll Bock auf das Turnier, oder sucht euch mal ein anständiges Hobby, ihr Schlappschwänze. Nee. So auch ein 18- und 27-Jähriger, nur haben es die ein bisschen übertrieben. Die drohten damit, das Turnier zu sprengen, und das fanden mehrere Leute nicht lustig. Ist ja auch klar, in Amerika ist das ja schon wöchentliches Standard, irgendwelche Leute zu bedrohen. Die Leute zeigten die Beiträge der Polizei und die fackelten nicht lange und haben komplett die Eingänge der Halle überwacht. Die wurden zum Glück eingefangen und befragt, was diese Scheiße sollte. Und die Polizisten bekamen nur als dumme Antwort: Ja, das war doch nur Spaß und das macht man heutzutage so im Facebook. Die wurden von oben bis unten kontrolliert, hatten auch nichts dabei, aber die Polizisten waren schlau genug und durchsuchten noch das Auto von den beiden. Denn was sie da gefunden haben, ohne Spaß, Gott sei Dank haben sie in das Auto nochmal reingeguckt. Eine Schrotflinte, Maschinengewehr mit aber hunderten von Patronen, wo man die ganze Halle hätte auslöschen können. Die zwei hatten auch keinen Waffenschein, was dazu führte, dass sie erstmal eingebuchtet wurden. Für mich trotzdem eine ganz klare Haftstrafe, denn die haben eine Morddrohung angekündigt und die kann man jetzt nicht einfach so durchgehen lassen. Stellt euch bloß mal vor, die hätten das wirklich durchgezogen und aber hunderte Menschen wären dabei draufgegangen. Aber zum Glück haben die Leute richtig gehandelt, sind zur Polizei gegangen und es ist zum Glück nochmal alles gut gegangen. Der nächste AAA-Titel steht schon in den Startlöchern, beziehungsweise kommt ja morgen schon raus. Das ist Metal Gear Solid. Nur haben die jetzt ein kleines Problem mit der Special Edition. Denn die haben in der Special Edition was vergessen, was eigentlich hätte drin sein sollen. Und das ist der Diamond Dog Verschluss und das ist genau der. Heißt die Special Edition, das nur von der PlayStation 4, kommt circa 7 bis 10 Tage später als die Normalversion. Clever gemacht. Aber da steht jetzt auch noch nicht aus, ob es alle PlayStation 4 Special Edition betrifft oder nur einzelne, denn Amazon und Co. sagen etwas anderes. Während Games Only sagt, die haben keine Diamond Dog Verschluss. Scheiße. Also morgen seht ihr es, ob ihr eine bekommt oder ob ihr noch ein paar Tage warten müsst. Da weiß keiner so gescheit. Und wenn wir schon mal bei Metal Gear Solid 5 sind, Länder wie zum Beispiel Saudi-Arabien bzw. der komplette Mittlere Osten geben ein auf das Release-Datum und geben das Spiel einfach raus, wann sie Bock haben. Die spielen das Spiel schon seit Anfang dieser Woche und sagen einfach: Und die Leute da drüben, die sind ja nicht einfach so doof, die verkaufen es den Leuten in anderen Ländern weiter. Und zwar nicht standardmäßig 60 Euro auf den Konsolen. No, du musst nochmal 30 Euro drauflegen für den Frühzockerpreis. Mit was man alles Geld verdienen kann. Naja, Quickies. This War of Mine ist ein Antikriegsspiel und hat verdammt viele Auszeichnungen erhalten. Und jetzt soll endlich bald der Ableger auf den Konsolen erscheinen. Nur dieses Mal spielt man Kinder und wie die das so erleben. Gekauft! Ja! Lionsgate hat sich Rechte von einem Videospiel gesichert, was sie nun aus Film rausbringen wollen. Und dreimal darfst du raten, welches es ist. Borderlands! Und wenn andere einen Film bringen, dann denkt sich Konami so: Wir machen aus Castlevania 3 eine Anime-Serie. Nur soll der nicht für Kinder sein? Metal Schmerz.
Just Cause 3 bringt nun ein geiles Gewinnspiel raus. Und zwar kann man da seine echte eigene Insel gewinnen. Wie das funktioniert, verlinke ich euch unten. Aber eigentlich braucht ihr sowieso nicht mitmachen. Denn ich werde das Ding sowieso gewinnen. Amiibos sind ja irgendwie der heißeste Scheiß für die Sammelfreunde geworden. Und jetzt kommt bald eine neue Figur raus. Und zwar der Shovel Knight. Da ist doch noch mehr mit der Figur. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben oder lässt konstruktive Kritik da. Das würde mir wahnsinnig viel helfen. Wenn ihr mehr von dieser Fresse sehen wollt, dann klickt unten auf den Link. Da ist Bunze Bunze. Das ist mein Kanal. Da kommt jetzt bald richtig viel Stuff. Und wenn nicht, auch egal. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es heißt Frontside, jeden Montag um 18 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüssi. Genau, komm, gib mir, komm, gib mir, komm, 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 komm. Ah.